Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion DD2 im 4 gegen 4 Modus. Minion Bambo wurde abgewählt, das heißt, wir haben hier ein normales Spiel. Nehmen wir Burg. Burg ist immer gut. Welcome to Nova. Lebensraub ist auf jeden Fall nicht schlecht für alle drei. Finde ich besser als Attack Speed. Magischen Schaden bin ich ganz schön low. Da muss ich dann irgendwie noch was dazu packen. Hundertprozentig. Ich nehme es erstmal so. Und wir machen einen Berserker-Start, glaube ich. Einen Albtraum-Start. Schick mal eine Schnecke mit rein. Guck mal, was passiert. Es ist auf jeden Fall gegen ein komplettes Clan-Team mit Legendenwertung. Guckt euch das an. Dreimal Legenden, einmal Senior Master. Und ich habe zwei Unranked dabei gehabt. Also erst Unranked. War vielleicht falsch angezeigt. Diamond. Also wir reden hier von der Wertung vom 4 gegen 4 Modus logischerweise. Oh, die Schnecke war super. Gegen Fiesta. Dem habe ich es gegeben. Gibt mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Knete. Dass wir uns an sich locker den Rocker noch holen können. Mal dort die Kaufwappe hin. Ich könnte jetzt was schicken, aber schicke einfach nächste Runde. Dann wird er noch mehr verkackt mit seinem Windfalken. Gargoyle ist da. Okay, also wird es eine Echse. Ich nächste Runde raushau. Kann ich mir aktuell keinen Blocker leisten, wenn ich die Kaulquappe aufwerten will. Jetzt schon. Aber ja, ich brauche mal noch eine. Ich werde mal hier eine hinsetzen, die kann ich dann noch upgraden zu den Teufelsfischen. Ja, geht natürlich auf den Windfalken. Ärgerlich. Aber durch. Das ist schon mal gut. Also er hat Fiesta, das weiß ich. Wer würde sonst mit einem Windfalken starten? Aber er hat ordentlich durchgelassen. Was mich schon mal sehr freut. So sieht das doch schon mal gut aus. Werde ich hier auf jeden Fall Teufelsfische machen. Vielleicht sogar komplett. Na, ich weiß noch nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall mein Worker.
Er hat nicht viel drunter. Das müsste halten. Da ist nur die eine Schnecke dabei. Ich gehe mal mit einer Turtle, ich will jetzt noch nicht so viel Einkommen verlieren. Sollte klar gehen, Metzger dazu. Oder 12 Euro gepusht, der untere. Perfekt, hat noch für den Worker gereicht. Hab ich 10 aufgestockt. Da steht aber auch nicht mehr viel. Turtle geht rein. Sollte reichen. Wir sollen mal den King aufwerten. Das ist wichtig. Jetzt kann ich 2 Blocker noch holen. Geht klar. Das sieht nicht schlecht aus, aber das wird erhalten. Zu sehr aufgewertet. Ja, es hilft dir aber nicht, wenn du Fiesta bist und so viel durchlässt. Das ist eher ungünstig. Aber jede Runde, die er hält, ist gar nicht schlecht. Kann sein Fiesta nicht nutzen. Zumindest nicht optimal. 110 drunter. Wir sind alle ein bisschen zu weit rüber. Was ist das? Mega Roll. Nö, ich werde gucken, was er mitschickt. Wahrscheinlich die Turtle. Einen Dino beim Autosend. Das ist mir gar nicht so wichtig. Werte ich den mal auf. Mit Lockern bin ich ganz gut dabei. Da sollte ich keine Probleme haben.
Lock and load. Jetzt schicke ich wieder ein bisschen was mit. Gar nicht so großartig viel. Muss ja auch nicht viel sein. Right away. Sieht schon mal sehr gut aus. 20 Worker sind am Start. Oh, hier Double Buffer. Frage ist nur, was er da noch hinstellen will. Der geht auf jeden Fall durch. Hat 4 Aufwertungen gemacht. Ich bleib mal bei 2 Workern, dass ich nicht so nur was bauen kann. Aber es hat auf jeden Fall gesessen. So, um einen Drachen rauszukriegen. Perfekt. Dass ich mal einen Schaden habe für seinen lila Falken. Hier werde ich den upgraden. Und dann schicke ich nichts und schicke dann auf 11. Eventuell. Dunkles Ritual klingt gut. Schickt einfach nur Schnecken rein. Ich werde mal rollen. Auf magischen Schaden hoffen. Und den habe ich auch bekommen. Mit den Pyros. Stichschaden bin ich gut dabei. Da brauche ich nicht großartig viel ändern. Ich könnte die Archer noch mitnehmen. Oder ein Casket. Den würde ich dann aber nur nutzen. So als arkane Verteidigung. Nee, komm. Ich lasse es so. Dunkles Ritual. Jetzt können wir den Pyro aufbauen. Das ist natürlich nicht optimal, weil ich jetzt den Pit schon aufgebaut habe. Hm. Aber es ist halb so wild. Weil die kann ich für 90% wieder verkaufen und die Kaukwappen waren eh günstig. Okay, bei ihm muss ich auch gucken, dass ich Stiche mit Schicke hat jetzt ein Schwein. Muss viel mehr halten. Ja, hier muss ich mich um gar nichts kümmern. Ich werde für nächste Runde schon mal vorbauen, dass ich da die Rächerin stehen habe. Das klingt nicht schlecht. Ja, dann verkaufe ich die. Mal aus den Pyros, ob die immer mal. Ach, guck an. Die kommen gar nicht so krass rüber. Ist also nicht ganz so wild. Ah.
Hält jetzt ordentlich. Er hat Autos sind ausgemacht, um den Schaman reinzuknallen. Holy shit. Ist natürlich auch nicht ohne. So, glaube ich, ganz gut aufgebaut, würde ich sagen. Bin mit fast 40 Wirkern auch sehr gut dabei. Na, mal gucken. Ob der achte, die achte Echse noch mit rausgeht. Aber er hat auch gesammelt letzte Runde. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh! Das gibt's nicht. Holy shit! Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. So, ich habe es sehr gut gehalten gehabt. Wahrscheinlich, weil die gesehen haben, dass wir alle dunkles Ritual genommen haben. Und unser King Mini Leben hatte. Wollten die das gleich ausnutzen. Sehe ich ein. Ist eine gute Strategie. Wir haben noch mehr Worker eingebracht. Nehme ich mit. Ah, schön noch ein mit. Ja, also auf Stichwaves sollte ich auf jeden Fall schicken. 17 ist gut. 17 wäre richtig gut. Haben wir ordentlich Pyros raus. Das klingt gut. Ja, vorne ein, warum hat er vorne ein Schwein stehen und zwei hinten? Hm. Sachen gibt's. Okay, 480. Er hat auch gut Worker. Aber noch reicht er nicht ran an mich. Shutdown Gold. Meiner hat gehalten. Hier werden wir ein Upgrade machen. Golem dahin. Die werte ich auf.
720 schickt er mir schon. Scheiße. Okay, wir wollen also auf 18 schicken. Für mich wäre 17 optimal gewesen. Muss ich 4 Stich reinhauen und Aufprall. Der Aufprall ist dabei. Also mehr Stich. Jetzt will ich noch einmal Worker. Viel mehr als ich. Oder er schickt jede Runde. Voll. Das kann natürlich auch sein. Das glaube ich nicht. Das ist schwer zu glauben. Pass auf, ich pack den doch hier rein. Werte den auf. So. Der nervt aber ganz schön rum. Der ist ganz unten. Nervt hier rum. Boah, ist auf jeden Fall nicht schlecht gegen die Schweine. Einen dicken Send gemacht. Ich habe mal eine Hexe mit dazu. Das wird wieder gerade so nix. Ja. Hat dann weniger Zeit zum Sammeln, das ist gar nicht schlecht. Oh, what does this potion do? Ja, manche sind unbelehrbar. Manche sind unbelehrbar. Ist einfach so. I will warn you. Let's get on, boys. So, alles rausgeballert. Die Schweine haben ganz schön gesessen, ne? Easy. Kann ich auch noch ein paar Worker pushen? So, Dinos rein. Meine sind zum King durchgekommen, das ist gut. Golems stehen auf jeden Fall. Komm, ich werde die jetzt hier noch auf. Not enough gold.
So. Bin ich gut bedient. Vierhundert auf den Drachen. Hat er gehalten. 55 plus gerade mal. Ich habe nicht mehr viel Platz. Ich habe nicht mehr so viel Platz. Ich muss die jetzt so hinstellen. Eine Dreierreihe schaffe ich nicht. plus. Ich hole hier noch mehr Arbeiter. Das muss voll ganz ausreichen, dass ich hier mega viele Einheiten baue. Sollte doch im Normalfall. So, was können wir noch machen? Wir können hier nochmal eine Reihe bauen, den upgraden, dann komm, verkaufe ich einen, damit ich einen upgraden kann. So, Moment, hier drüben ist einer, der noch den Metzger-Buff hat. So, 2300 plus, der hat 2200 minus. Ich muss senden, man hat viele Schweine. Also Backline wahrscheinlich macht am meisten Sinn. Indem ich Hexen reinknalle. Einfach nur so. Holy shit. Ja, den krieg ich noch raus. Mal gucken. 2760 gegen meine 2100. Die Pyros geben ganz schön Gas. Und die Stichler machen die ganz schön platt. Ich habe mein Bestes gegeben. Bin durch. Ihn habe ich auch durch. Oh, das wird. Der wird nicht rechtzeitig ankommen. Wir sind wahrscheinlich eine Sekunde eher da und werden abkacken. Wir haben noch nicht einen vollen King. Ja, das war's. Ja, das andere Team war eine komplette Gilde, die zusammengespielt haben. Alles Deutsche.
Und hier waren welche dabei, die wollten eben nicht mitspielen und ihr eigenes Ding machen. Aber egal. Es waren weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei an, wie das... Holy shit. Schaut doch gerne an, wie das vorbei. Lasst ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.